Hey Leute und willkommen zum zweiten Part von Planet Explorers. Hallo. Hallo. Dirk ist immer noch dabei und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, warum es bei mir ein bisschen so laggt. Ich habe jetzt mal einfach mal ein paar Grafikeinstellungen geändert, vor allen Dingen auch aus dem Window-Modus weggegangen, weil der hat bei mir richtig viel gefressen. Von Okay. der CPU-Auslastung. Aber jetzt zum Beispiel, warum ich jetzt hier auf dem Server ein bisschen lag und wahrscheinlich auch alle anderen, ist aufgrund dessen, dass es ein Proxy-Server ist, haben wir einen, also ich habe jetzt ein Delay von 351 Millisekunden. Ist schon einiges, das kann Lags verursachen. Ihr wisst es ja, hoher Ping verursacht Probleme. Könnte daran liegen, dass Dirk halt wie gesagt eine etwas schlechtere Internetleitung hat. Plus, keine Ahnung, wie man das am besten mal ändern könnten. Höchstens beim nächsten Mal versuchen, wenn ich den Server auf die Dropbox ziehe, das halt rüber nimmst und bei dir reinpackst. Mal sehen, vielleicht geht das dann. Ja, aber dann den Nachteil, dass dann das können wir machen, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Aber jetzt in dem Moment, wo ihr das sehen werdet, bin ich höchstwahrscheinlich im Urlaub. Ich weiß nicht, wenn das jetzt Dienstag rauskommt, dann noch nicht. Aber ab Mittwoch, also Dienstagabend bis, ich glaube, nächste Woche Mittwoch, bin ich dann definitiv weg. Da geht's wieder an den Strand. Wieso starte ich jetzt hier oben? Bist du da oben wieder gelandet? Ja, ich bin wieder nach dem Starten wieder durch die Wand nach oben geglitscht wahrscheinlich. Das kann man ja vom Frühjahr noch. Ja, es gibt viele Sachen, die ich noch von früher kenne. Hä? Wieso habe ich die Quest schon wieder? Welche Quest? Hab die Quest von vorhin plötzlich wieder hier offen. Nö. Ich nicht. Bei mir ist das Questfenster rechts oben ist leer. So. Fangen wir dann bei Gelegenheit an, irgendwo dann uns was zu bauen oder wollen wir erstmal bloß Ausrüstung farmen? Kunden aus. I finished what you told me to do. Warum nimmst du das? Wird jetzt sicher auch viele geben, die sagen, oh, nimm doch keine Holzspitzhacke, um hier Sachen abzubauen, du verlierst so viel. Ja, ich weiß. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich muss mir erstmal mein Zeug selber erfahren, ehe ich dann was damit bauen kann. Wenn ich jetzt Dirk die ganze Zeit anpumpe und sage, gib mir dein Zeug bitte, ist auch ein bisschen blöd. So, jetzt bauen wir eine Eisenschaufel. Und eine Iron Pickaxe. Hast du schon Essen? Nope. Noch ein Eisenschild. Hunter Gloves. Hier gab es wieder einen Unterschied zwischen männlich und weiblich, ne? Ja. Casual Clothing. Nee. Leder? Ziehen Leder. Kupfer, 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 Kupfer. Was ist das denn? Cortical Helmet. Der sieht immer richtig lustig aus. Ist aber wieder Männerzeug. Ich muss ja hier drauf achten, hier an der Rüstung steht da dran, das Symbol für weiblich. Oh, hier ist auch ein Symbol für weiblich. Das ist ja schön. Dann gucken wir mal weiter. Ich habe nämlich Eisen. Guard Gloves, Iron. Bronze.
Iron, ich habe kein Leder. Brauchen wir da überall für Leder? Ja. Ja. Mist. Also gut, Dirk, wir brauchen Leder. Da musst du Tiere töten. Muss Tiere vernichten. Dann Inventar, Equipment. Jetzt müsste ich, wenn ich jetzt ziehe, seht ihr ja. Jetzt hat sie ein Eisenschwert in der Hand, sieht ja nicht mal schlecht aus, und ein Eisenschild. Gibt sogar eine Schlagkombo neuerdings. Hui. Nein, wegpacken. So. Schon wird mehr Dirt abgebaut. Was haben wir noch so in der Umgebung? Du hattest doch vorhin was ausgelesen, oder nicht? Was meinst du jetzt? Ja. Jetzt klingelt natürlich das Telefon. Da muss ich mal kurz unterbrechen, denn das könnte wichtig sein. Bis gleich. So, weiter geht's. Hab gerade fast vergessen, dass ich noch auf weiter aufnehmen muss, die Folge, sonst wird das hier so eine 6-7 Minuten Folge. Und ich habe gesehen, du kämpfst gerade, ne? Ich hatte gerade einen Viech, aber irgendwie sind hier Viecher selten. Ich habe vorhin noch irgendwo hier einen Hai gesehen oder sowas, Art, so eine Art Hai. Ein Hai. Aber den sehe ich Was jetzt mich auch jetzt nicht mehr wundert, rumstehen. ja, sie hat das Schild wieder abgelegt, so ein Mist. Na toll. Doch, was? Geht das so? Da ist er. Diese Namen, TeamSpeak, a Golf Hitter. Ja. Oh, hier sind Pflanzen. Tulpen. Und Nüsschen habe ich gekriegt. Nuts. Konnte man nicht irgendwie seinen eigenen Namen ausblenden, dass man den nicht dauernd gesehen hat? Na gut, scheint es doch nicht mehr zu wissen. Ist so lange her. Kann ich das ernten? Nö, anscheinend nicht. Das hier auch nicht. Dann war er als ein Hai. Bist du denn eigentlich? Hier unten an der Bucht. Ich weiß nicht, wie konnte man denn die Karte rauszoomen, die unten in der Ecke ist? Ach, alles so lange her. Moment, wie war denn das? Und nur draufklicken, dann hast du die große Map gehabt. Naja. Aber das geht auch anders. Ne, das meinte ich ja nicht. Ich will ja die kleine Karte halt größer ziehen. Jetzt habe ich sie weggemacht. Nee. Muss auch dann mal gucken. Ach, da vorne, ich sehe schon, wie du kämpfst. Einfach mal eine Runde hinschleichen zu dir. Ah, für 10.
Hat dein Charakter eigentlich irgendwie sowas in der Art wie eine Geschichte, wo er herkommt und was er so gemacht hat? Nee, ist einfach nur ein Mensch. Meins ist, also meine ist eine Frau von einem Wasserplaneten. Da habe ich halt rumgesucht, was es da so für Namen von Fabelwesen gibt. Das Sedna zum Beispiel ist der Name von einer Wassergöttin, die irgendwie aus der Mythologie kam und dann, jetzt habe ich das Fenster nicht mehr auf. Die hat irgendwie festgelegt, es ist die Mutter aller Meereswesen, die legt fest, was gegessen werden darf und was nicht von den Fischen. Und wenn der über sozusagen das Meer überfischt wird, dann straft sie dich halt, indem sie entweder deine Familie oder halt dich selbst einfach in die Tiefe reißt. Fand ich irgendwie passend. Ja, leider Gottes ist ihr Planet vernichtet worden. Dann ist sie hier Du bist ja immer abgestürzt. so extrem, vielleicht muss dein Planet vernichtet sein. Okay, der Planet ist ausgetrocknet. Ist er halt nicht vernichtet. Sie ist halt ein intergalaktischer Flüchtling. Ah, oh, nee, richtig schlecht. So. Was kann man Wie jetzt viel bauen? Leder brauchst du? Für was? Du sagtest, du brauchst Leder. Für die Eisensachen? Irgendwie was wolltest du, ja? Ja, ich wollte Eisenklamotten basteln. Dafür brauche ich 3, 8, 13, 15. 15 Leder. Hab ich doch 30. genug schon. 30, wenn du auch eine haben möchtest. Hab doch schon eine Eisenrüstung. Schön. Ja, habe ich doch vorhin gegen das ganze Plantfieber und so, was ich geerntet habe, ich das eingetauscht. Achso, du hast sie beim Händler geholt. Ja. Aber ich habe hier auch 52 Animal Skin, wenn du das meinst. Ja, Ja, dieses Leder. das müsste ja dann. Moment, ist das das? Ja, Animal Skin. Sieht aus wie Leder, weil für mich ist das Leder. Ist es ja im Endeffekt auch. Ins Public. Das müsste bei Items drin stehen, oder? Ne, bei Ressourcen, genau. Ressourcen. Also wie ihr seht, Holz wird, ich glaube, bis 10.000, bis 9.999 stackt der immer hoch, ne? Pflanzenfasern. Kommt immer drauf an, was. Also Pflanzenfasern stackt er nur bis 100. So die Ressourcen wie Rubber und sowas, die stackt er immer ziemlich hoch. Ja, Rubber, Stone und sowas, die stackt er sehr hoch. Ich habe nicht genug Eisen. Oh man. Auf in die Eisenader. Soll ich dir mal was sagen? Ich weiß gerade. Ah, hier ist das Dorf. Was mich jetzt mal interessieren würde, ob man jetzt wieder Bäume anpflanzen kann. Oder wie war denn das? Sind Bäume früher immer nachgewachsen oder sind die einfach mal weg gewesen? Die sind so nachgewachsen. Was aber Singleplayer ging, ist, du konntest einen Garten anlegen. Das ging ja im Multiplayer damals nicht. Vielleicht geht das ja jetzt auch. Es gibt jetzt diesen Plant Fertilizer. Das da mitgeht eigentlich schon, ne? Dirt, 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 nur Dreck. Eisen, Eisen, Eisen. Eisen brauche ich ziemlich viel. So, was haben wir?
Wenn es noch ein bisschen schneller gehen würde. Die könnte die ja ein Skillsystem einführen würden mit zum Beispiel, du kannst schneller Dinge abbauen oder sowas, würde bestimmt richtig rund gehen. Weil da hast du dann eine Gruppe, die sich dann spezialisiert für bestimmte Sachen, wie zum Beispiel der eine macht herstellen, schmieden sozusagen. Kennt er nicht. Kennt Was? er aber jetzt kennt. So, jetzt sagt er mir, dass die Folge vorbei wäre. Und? Naja, es war der zweite Teil von dem. Ich habe ja vorhin zwischendurch telefonieren müssen. So, dann baue ich jetzt auch mal nach am Ende der Folge mal noch meine Eisenrüstung zu Ende. Guck mal, was wir sonst noch so machen können. Also Kupfer gibt es hier nicht in der Nähe. Ich brauche Munition. Ich habe nämlich ein Gewehr gefunden. Ich baue mir gerade einen Bogen. Achso, ich muss erstmal hier Iron rausmachen. Irgendwo hier sind die Pfeile. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte damals übelst das Problem, dass das mit den Pfeilen so ein bisschen komisch ging. Aber das Schöne ist, wenn man hier sagt, ich möchte jetzt gerne 1000 Stück davon craften, dann craftet er gleich die 1000 Stück am Stück. Ja, blöd ausgedrückt, aber er macht's halt. Mann, was für eine hässliche Ausrüstung. Der Helm vor allen Dingen. Helm habe ich bei mir irgendwie ausgeblendet. Warum auch, wie auch immer. Ich das. Muss ich mal gucken, was war. Kann man bestimmt noch irgendwo einstellen, dass man den Helm nicht sieht. Ah, man kann. Nee, ich habe den Helm abgenommen. Mist. Wo kann ich das einstellen? Na gut, das gucke ich mal jetzt zwischen den Folgen. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da und ansonsten sehen wir unsere hässliche Tante dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.